Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema rausgesucht, ganz, ganz spannend. Und zwar hat ein Mann in den USA, in Houston, seinen Truck restaurieren wollen und wollte dafür dann die Seitenabdeckung aufmachen. Und unter dieser Abdeckung fand er dann eine Unzahl an Tieren. Und diese Tiere waren Bienen, wie man hier auf diesen Bildern sieht, und zwar in Scharen. Diese Bilder sind echt sehr, sehr imposant. Wie gesagt, das war ein Mann aus den USA in Houston und dieser wollte seinen International Scout 2 restaurieren und reparieren. Und da stoßte er auf diese Bienenkolonie. Er hat es wohl vorher nicht gemerkt und auch nicht gehört, dass sich dort so viele unzählige Bienen angesiedelt haben. Und ja, diese Szenen sind echt super, super krass, wenn man sie sich anguckt. Es gibt dazu noch ein Video, das kann ich hier leider nicht mit einbinden. Deswegen kann ich euch hier nur die Fotos zeigen, aber es gibt auf jeden Fall auch noch ein Video dazu im Internet. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und insgesamt überstanden diese Bienen auch einen Transport dieses Autos von Houston nach Jacksonville. Dort wurden sie nämlich übersiedelt und das sind mehr als 1400 Kilometer. Ja, das Ganze haben die Bienen dann auch mitgemacht und mich würde natürlich jetzt mal interessieren, ob er immer noch Autobastler ist oder mittlerweile schon Imker und seinen eigenen Honig herstellt. Das müssten wir eigentlich mal rausfinden, denn das wäre natürlich schon ein legendärer Honig aus dem International Scout 2 Truck. Da würde mich echt mal interessieren, wie der schmeckt und ja, was die Bienen da so für eine Arbeit geleistet haben. Auf jeden Fall sehr großartige und gewaltige Szenen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Hättet ihr euch da wirklich erschrocken? Also mir wäre da wirklich die Kinnlade, glaube ich, runtergefallen, wenn ich dann gesehen hätte, dass ich ja so viele Monate da mit ja, so einem großen Bienennest unterwegs gewesen wäre. Echt eine sehr, sehr komische Vorstellung, aber auch gleich faszinierend, was sich die Tiere da in der freien Wildbahn so ausdenken und wo sie dann überall Unterschlupf finden, um ihre Nester zu bauen. Ja, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge. Und ciao.